Menschen, die haben Ideen und Visionen und sind mutig. Ja, es ist ja nicht so selbstverständlich, dass man im Schul seinem Alter an ein Requiem denkt. Das ist etwas, das alle Menschen betrifft, wo in unserem Kulturkreis endlich totgeschwiegen wird. Manche kommen einfach auch wegen der schönen Musik. Und vielleicht, weil sie dort hergekehrt haben und erwartet, dass der Joel jetzt einfach noch mal so einen großen Wurf macht wie dort. Ja, jetzt ist es ja zum Glück schon geschrieben. Ein Requiem-Text gibt einfach für Komponisten auch ein Stück Fleisch und Knochen. Also da ist immer etwas los, da ist Dramatik drin. Da ist Emotion drin. Da kann man also schön farbig komponieren. Und das hat der Joel jetzt auch gemacht. Also das Stück wird sehr, sehr vielfarbig nachher rauskommen. Und verbindet höchstwahrscheinlich viele Menschen. Die Jungen, weil ein junger Komponist dran ist. Die Traditionellen, weil ein Schweizerdeutsch dabei ist. Und vielleicht auch die Kunstbeflissenen, weil die Musik mit einer moderneren Sprache agiert als zum Beispiel in Dorothea. So schön, wie es im Kopf von einem Komponisten kann tönen, wenn das ja niemand aufführt, kommt niemand anders in Genuss. Und darum ist das auch für mich als Komponist immer ein sehr schöner Moment, wenn man und die Probe startet und die ja, mir langsam richtig Aufführungen zugehen. Sagen Sie mal bitte, in die Ruhe, Moment. Es ist eine Totenmesse, die geht rund 90 Minuten. Das muss einfach, ich glaube, schlichtweg Lüter sein. Ja, machen wir es noch einmal bitte. Wir sind hier ein 60-köpfiger Chor und 10 Solistinnen und Solisten aus der Sparte Klassik und Volksmusik, also aus dem Bereich Jodeln. Und Orgeln und Akkordeon. Und an den Aufführungen selber kommen dann noch szenische Elemente dazu. Und das bedeutet, es gibt ein Werk für mehr oder weniger alle Sinne zu erleben.